gezählt als die bayernweit größte kirchliche Veranstaltung ihrer Art, die Jugendwallfahrt auf dem Bogenberg. So ließen es sich auch in diesem Jahr mehrere hunderte Kinder und Jugendliche nicht nehmen, vom Stadtplatz aus den Gipfel des rund 430 Meter hohen Bogenberges zu erklimmen. Man kommt halt nur einmal in der großen Form zusammen und da will man es halt zusammen feiern. Und es ist halt schön, wenn man auch Leute sieht, die man das ganze Jahr nicht übersieht. Man glaubt halt dann einfach, also wenn man da runtergeht, das ist ja dann eigentlich auch für Jesus, weil der ist ja auch am Kreuz weggegangen. Und ja, man soll halt dann da ein wenig halt dran glauben. Ist schon schön, wenn die jungen Leute zusammenkommen, für einen religiösen Grund. Für uns ist das mit der Kirche eigentlich schon ziemlich wichtig. Deswegen haben wir mir jetzt halt auch gesagt, dass wir mit draufgingen, weil, ja, keine Ahnung, es ist dann auch einfach auch schön, wenn alle zusammenkommen und auch diese anderen KaliUBs einfach aus dem Landkreis wieder zum Treffen, das ist einfach da das Schöne. Der heilige Berg Niederbayerns mit der Gottesmutter ist ja der älteste Marienwallfahrtsort in Bayern. Und ich glaube, gerade auch für die Jugend ist immer wieder wichtig, einen Sinn des Lebens zu suchen. Und ich glaube, das kann man, wenn man vor allen Dingen zu Fuß auf den Bogenberg raufgeht, ganz gut erkunden. Es kommen Jugendliche ja, aus dem ganzen Landkreis zusammen und gerade auch das letzte Stück, das sie auch begleitet haben, vom Bogen, vom Stadtplatz herauf, eben auch nochmal den Wallfahrtscharakter, sich gemeinsam ein Stück, vielleicht auch auf einem mühsamen Weg, den man normalerweise vielleicht mit einem Auto zurücklegen würde, ist ein guter Impuls, mal langsamer zu werden und nachzudenken. Nachdenken konnten die Kinder und Jugendlichen dabei vor allem über eine Frage: Ist da jemand? Denn genau darum drehte sich die diesjährige Wallfahrt. Im Zentrum standen die Sorgen und Ängste der Jugendlichen sowie ihr Verhältnis zu Gott. Die brennendsten Situationen sind natürlich zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem plötzlichen Tod. Aber auch wenn irgendwelche Dinge schief gehen, also sprich, wenn man mit Leid, mit Scheitern, mit Brüchen konfrontiert wird, ist da wirklich ein guter Gott? Ist da jemand, der mich trägt und hält? Oder bin ich letztlich doch für mich alleingestellt? Oder ist das vielleicht nur ein frommer Spruch der Kirche, dass da jemand ist? Ich denke, die fragen sich das schon auch, wie wir Eltern uns das auch fragen. Und ich glaube auch, dass wichtig ist, dass wir überzeugt sind von unserem Glauben, dass wir auch ein Zeichen dafür setzen und geben. Und es ist gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit wichtiger denn je. Einerseits gibt es immer so Situationen, wo man denkt, dass man allein gelassen wird, aber wenn man selbst in der Landjugend bei uns hier zum Beispiel schaut, dann hat man immer jemanden. Und wenn man hier hinkommt, dann hat man auch jemanden. Also man findet immer eine Antwort, auch in den schweren Zeiten. Finde ich eigentlich eine gute Frage zum Nachdenken. Und das, ja, deswegen, das hat mir eigentlich schon auch angesprochen. Die Welt fordert Antworten. Wir helfen vielleicht zuerst einmal Fragen zu stellen. Und die Kirche muss aber auch die Fragen der Jugendlichen ernst nehmen. Und deshalb ist es schön, wenn die Kirche voller jugendlicher Stimmen ist, voller Leute, die sich gemeinsam auf den Weg machen, eben Fragen zu stellen, auch solche wie, ist da jemand? Und dann gemeinsam zu suchen, was ist da für mich eine Antwort, die tragfähig ist im Alltag, und dann wird auch die Kirche weiterleben. So neigte sich die mittlerweile schon traditionelle Jugendwallfahrt am Samstag dem Ende zu. Mit hoffentlich einigen Antworten auf die vielen Fragen in den Köpfen der Jugendlichen.